Seit einigen Tagen sind wir in Österreich gezwungen, einen Mundschutz zu tragen. Diesen Mundschutz tragen wir, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken können und damit verhindert wird, dass wir etwa bei einem unbeabsichtigten Husten oder Niesen andere Menschen mit dem Coronavirus anstecken können. Wie diese Maske und dieser Mundschutz richtig handzuhaben und zu tragen ist, erklärt Ihnen im Anschluss ein Experte des ABC-Abwehrzentrums. Das ist eine handelsübliche Mund-Nasen-Schutzmaske oder abgekürzt MNS. Die MNS besteht oben aus einem Drahtstück, mit dem ich die Maske im Bereich Nasenwangenknochen befestige, aus den Lamellen, die nach unten zeigen müssen, wenn ich die Maske richtig aufhabe, und aus Gummis, die ich entsprechend über die Ohren ziehe zum Befestigen. Die Maske ist prinzipiell Einweggerät, man kann sie nur einmal verwenden, aber in unserer Engpass-Situation, wenn man die Maske markiert, dass sie persönlich zugeordnet werden kann, dann kann man sie auch, wenn man sie richtig behandelt, wiederverwenden. Das erzählen wir euch nach dem Abnehmen. Die Maske, wie setze ich die Maske auf? Zuerst lockere ich sie auf, dann setze ich sie im Kinnbereich an und fixiere den Gummi über den Ohren. Danach überprüfe ich den Sitz am Kinn und auf der Nase und passe den Metallstreifen im Bereich Nasen- und Wangenknochen an, sodass der Draht die Maske dann gut fixiert. Zum Abnehmen greifen wir auf den Gummi, spannen den so, dass wir die Maske abnehmen können, ohne dass die Außenseite mit uns in Kontakt kommt. Wenn die Maske personalisiert ist, kann ich sie zum Trocknen aufhängen und später wieder verwenden. Wichtig ist, dass sie dabei gut durchlüftet wird. Die Maske auf Beschädigung prüfen. Wenn die Maske entweder durchfeuchtet ist komplett oder wenn zum Beispiel ein Gummi abgerissen ist oder ein Riss im Material ist, dann muss ich die Maske entsorgen und kann sie nicht wiederverwenden. Ganz wichtig ist, das ist eine Maßnahme, die wir gemeinsam setzen, um die Ausbreitung von Covid einzuschränken. Also alle mitmachen. Es hilft am besten, wenn jeder eine Maske trägt.